Ja, da hat mir Hava auf jeden Fall richtig leid getan. Ich konnte sie dann irgendwie noch beruhigen und wir haben dann noch Fange gespielt, dann noch ein bisschen gesungen und ein bisschen halt das gemacht, worauf sie Lust hatte. Und dann haben wir halt so ein bisschen die Sonne genossen und man hat ja so ein bisschen das Wasser hören können, wie das so fließt. Ich habe auf jeden Fall für die Zukunft mitgenommen, dass wenn man sich mal streitet, dass man das definitiv nicht von den Kindern macht. Die Kinder nehmen das einfach ganz, ganz anders auf als wir Erwachsene und sowas kann dann hinterher Nachwirkungen geben. Nachdem ich sie nach Hause gebracht habe zu ihrer Mama, bin ich dann nach Hause gefahren und habe mir ganz intensiv Gedanken darüber gemacht, was ich die nächsten Wochen und Monate tun werde, damit diese Situation ein Ende hat. Solange man die Chance sieht, dass man das wieder retten kann, finde ich das dann schon richtig, dass man da auf jeden Fall was machen sollte in der Richtung. Und ich habe sie zu ihrer Mama nach Hause gebracht und ja, bin dann eingestiegen in meinem Auto und bin dann erstmal nach Hause gefahren. Nach dem Treffen sind dann ja so ein paar Monate vergangen, würde ich mal sagen. Und ich hatte mal Johnny wieder kontaktiert. Der war jetzt leider nicht so oft in Berlin gewesen. Der hatte geschäftlich auf jeden Fall in Süddeutschland, glaube ich, war das zu tun. Und ich habe ihm gesagt, ey Bro, falls du wieder in Berlin bist, lass mal auf jeden Fall irgendwie zusammen trainieren gehen. Ey, wir haben vor lange nichts mehr unternommen. Und normalerweise war das immer so, wir haben uns getroffen, haben Pfeife geraucht, wir haben über alte Zeiten gequatscht, eventuell auch über Zukunftssachen so. Aber das Treffen, muss ich sagen, war auf jeden Fall nicht nur mit Sport verbunden, sondern Johnny hat es wirklich geschafft, dass ich an meiner Grundeinstellung arbeite. Und dass ich einfach wieder der Alte werde, weil so verpeilt und so durcheinander und ich war ja gar nicht so richtig entschlossen, weder in die eine Richtung zu gehen noch in die andere Richtung. Und Johnny hat auf jeden Fall mir geholfen, mich mal wieder zu sammeln und auf jeden Fall hat dieses Treffen mir persönlich sehr, sehr viel gebracht. Ich dachte mir einfach so, wir haben hier so eine ruhige Ecke gefunden, dann können wir uns auch hier ein bisschen vorbereiten. Ja, Mann, auf einer entspannten Basis. Ja, Mann, Alter. So. Bruder, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mitgekommen bist. Dicker, gerne, gerne, du oh, weißt doch. Scheiß, Digga. So allein, weißt du, so ich. Es gibt ja genug Leute, mit denen man sich so treffen kann und sowas machen kann, aber die meisten so, wenn man die nicht so kennt, ich kenne dich ja schon lange, bei dem hat es halt so einen anderen Vibe, oder ich mit dir drin gehe. Einfach vertraut auch. Ja, Digga. Ist nicht so. 0815 Freund, weißt du? Deswegen, Bruder, und ich denke mal einfach, wir haben uns auch lange nicht mehr hier getroffen, so. Das letzte Mal liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Ja, willst du Bandagen oder willst du so Handschuhe? Ich nehm Bandagen, Digga. Okay, Digga, aber für mich ist dann auch chilliger, so, weißt du, dann kann ich. Ich muss nur gucken, dass du die auseinander kriegst, weil es schon mies kopfig, ne? Scheiße. Ich bin sehr Brosch jetzt erstmal nicht. Ja, Bro. Ach, Bruder. Glaubst du an das Schicksal, Bruder? Ja, Mann. Ja? Ja, Mann. Möchtest du was sagen, Bruder? Schieß los, Bruder. Ich stell dir zu. Ich glaube auch an das Schicksal, ja? Und ich glaube, dein Schicksal wird es. Dass du ein ganz großer wirst, Digga. Du wirst viel in deinem Leben erreichen. Du hast ja bisher schon viel erreicht, Digga. Und auch wenn du denkst, dass es vielleicht nicht so schnell kommt, wie du es gleich immer erhoffst, aber ich sag dir ehrlich, das kriegst du 100% hin. Ja, ich glaube an dich, Bruder. Ich glaube wirklich sehr an dich. Ja. Als dein Bruder, Bruder. Wie kommst du drauf? Bruder, ich Guck mal, ich bin dein Freund schon seit langer Zeit, Bruder. Also ich sehe, dir geht's auch nicht so gut. Vor allem mit der Situation zur Zeit, mit deinen Kindern, mit Asima und so, weißt du? Ja. Es ist einfach nicht einfach für dich. Ich verstehe dich voll. Bro, guck mal, das Ding ist ja, mir geht es, wie du gerade gesagt hast, wirklich nicht so gut seelisch. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen rauskommt und so und dann ein bisschen noch Ablenkung hat, dann kommt man wieder so, kommt man wieder klar auf sein Leben. Guck mal, für mich ist ja, hat sich auch viel getan, weißt du. Früher, Digga, mussten wir nie darüber nachdenken, ob der Kühlschrank gefüllt ist, ob wir die Miete bezahlen. Digga, mein Vater hat alles gemacht, so, weißt du. Jetzt bin ich
mit der fünften in der Familie. Also ich habe Kinder, Asima, die Wohnung. Ich habe so viel Sachen auf einmal selber zu bezahlen. Und im Endeffekt, ich krieg das schon hin, so weißt du. Aber es heißt auch, dass ich dafür auch sehr viel arbeiten muss. Und ich sag dir ehrlich so, ich habe auch keinen Bock, so ein typischer Daddy zu sein, Dicker, der von 8 bis 16 Uhr arbeitet und dann meinen Kindern auch eines Tages so mitgibt, ey, du musst ganz hart arbeiten und du musst irgendeine Ausbildung machen, die dir vielleicht gar nicht gefällt, so weißt du. Ich will meine Kinder auch so, wie ich bei mir das so gemacht habe. Mein Vater hat mich auch nie abgefuckt. Weißt du, wenn ich sehe, dass meine Kinder irgendwo eine Stärke haben, dann will ich meine Kinder darauf supporten, dass sie nicht zu solchen Krawattentypen werden, weißt du, was ich meine? Sondern dass sie genau das machen, worauf sie Bock haben. Wenn die auch Bock auf Musik haben, Bock auf etwas haben, was nicht so gängig ist, dann werde ich dich supporten, Dicker. So, und wenn du, guck mal, sowas, was du gerade zu mir sagst mit, Bruder, ich glaube nicht, du bist ein ganz großer. Manchmal verliere ich das. Dicker, ich verliere den Glauben manchmal daran, weißt du? Nein, Bruder, das darf gar nicht passieren, Bruder. Du kriegst immer so eine Tiefschläge, immer passiert irgendwas und dann bist du so voll down, weißt du? Und, Dicker, das stärkt mich, Alter, danke. Bruder, du kriegst das 100% hin. Ja, du bist ein guter Vater, glaub mir, Digga. Danke, Mann. Ja, du bist immer für deine Kinder da, Digga. So gut du kannst, Digga. Du ermöglichst so gut du kannst alles, ja. Und glaub mir, für deine Kinder ist es einfach nur wichtig, einen Daddy zu haben. Du bist ein guter Daddy. Bruder, safe, ja. Safe. Ich versuch, weißt mal, guck mal, perfekt ist man halt nicht so, weißt du? Keiner aber, ist perfekt, aber Bruder. Halt aber jeder ist einzigartig auf seine eigene Art. Verstehst du? Krass, Digga. Digga, du machst mich gerade richtig. Ja, Digga, das ist Motivation. Ich bin nicht umsonst dein Homie. Das stimmt, Bro. Das stimmt, Digga. Außerdem, du warst ja die letzten Jahre auch immer da gewesen, so. Deswegen sage ich, mal, wenn das von dir kommt, ja, dieses ich glaube an dich, dann ist es was ganz anderes, als wenn es irgendeiner sagt, so, weißt du? Bruder, ich werde immer für dich da sein. Ein Anruf, ich bin sofort für dich ich da. Ich weiß, Bro. Bruder, egal wie schwer es mir ging, du warst immer bei mir, Digga. Ein Anruf, du warst auch sofort immer da. Bruder, du weißt, es beruht sich alles auf Gegenseitigkeit. Das Problem ist, Bro, du kämpfst für eine Sache. Auf einmal, Bruder, kommt so ein Tiefschlag. Entweder ist es Ex-Partnerin oder Kinder sind krank und so. Hm. Und Bruder, für andere, die sowas nicht spüren, die das nicht kennen, für die, die wissen nicht, was in dem Moment mit einem abgeht. So, weißt du, was ich meine? Und dann frage ich mich immer, warum ich? Aber ich glaube, Bruder, für viele haben so die Probleme. Aber in dem Moment fragt man immer. Immer. Sich selber, warum trifft es einen, so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber, Bro, ich danke dir auf jeden Fall. Bruder. Das ist krass, Digga. Du weißt immer wieder gern. Vor allem heute gibt's Training. Bruder, heute gibt's Training, Alter. Ja, Digga, ich hab's auch nötig, Bruder, Alter. Digga, ja. Was hast du nötig? Ich hab lange nicht mehr trainiert, ja. Digga, du hast es wirklich Digga, nötig. Heute ist Zeit, Bruder, sag dir ehrlich. Fahr dann los. Komm, wir legen los, Bruder. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Bro. Da merkt man immer wieder, dieser Junge ist ein Goldjunge. Man merkt immer wieder, dass man zwar nicht so oft Kontakt hat, bis auf WhatsApp und bis auf, dass man manchmal eben telefoniert, aber ich meine wirklich Kontakt in dem Sinne, dass man sich mal sieht. Leider hat das Geschäft uns so ein bisschen entzweigt, sage ich mal. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh darüber, dass wir den Kontakt aufrechterhalten haben und er hat mir ja, mit diesen Treffen einfach mal wieder mal bewiesen, was er eigentlich für ein guter Freund ist. So. Und das findet man nicht an jeder Ecke, einen guten Freund. Und meistens
ist es ja so, umso älter man wird, kann man ja seine besten Freunde an der Hand abzählen. Also wenn ich mal so überlege, wie ich früher zu jedem Freund gesagt habe, weil wir früher in jungen Jahren eine Clique waren und da waren wir irgendwie 20, 30 Personen und jeder war mein Freund. Umso älter man wird, merkt man einfach so, dass sich das Spreu vom Weizen trennt. Und irgendwann bleiben halt wirklich nur noch 1, 2, vielleicht allerhöchstens 3 Leute so. Aber dann gibt's auch nichts mehr. Dann ist dann irgendwann auch so die Grenze und dann findet man auch keine guten Freunde. Und für mich ist es halt so, das, was ich habe, möchte ich auf jeden Fall behalten. Das, was ich habe, darauf möchte ich bauen. Und für mich ist es halt einfach nur wichtig, dass gewisse Menschen, denen ich helfen kann und die mir auch helfen können, die mir das Leben versüßen, da möchte ich auf jeden Fall den Kontakt nicht kaputt machen. So, ich wäre froh, wenn man das wirklich bis zum Lebensende behält. Immer wieder bin ich an kalten Tagen alleine durch Friedrichshain, durch Kreuzberg gelaufen und habe einfach mal so ein bisschen diese Zeit für mich selber genutzt, um einfach klarzukommen, um einfach mal meine Gedanken zu sammeln, weil ich habe einfach so das Gefühl gehabt, wenn ich zu Hause mit diesem Problem sitze und wenn ich zu Hause versuche, die Sachen zu verarbeiten, bringt mir das meistens nicht so viel. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei mir ist das einfach so. Ich muss raus, um meine Probleme so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und es war dann schon mittlerweile ziemlich kalt und ich bin dann rausgegangen in der Mercedes-Benz Arena in der Nähe von der Warschauer Straße und habe dann mir so ein bisschen Gedanken über alles einfach gemacht und wollte mir so einen Masterplan so im Kopf selber entwickeln. So, wie gehe ich jetzt als nächstes vor? Zeitgleich war dann auch so mein Auto wieder im Arsch. Ich hatte ja damals so ein Citroën C5 und ich hatte echt extrem Kummer mit diesem Auto. Und jedes Mal, wenn ich das Ding irgendwie in die Werkstatt gebracht habe, war das nach 3 Monaten irgendwie wieder irgendwas und dann war hier eine technische Störung und hier war ein Chip durchgebrannt und also ich habe mega Kopfschmerzen mit dem Auto gehabt. Dieses Auto hat mich sehr, sehr viele Jahre, Lebensjahre gekostet und sehr viel Geld. Und ich habe auf jeden Fall das Fahrzeug immer wieder mal in die Werkstatt gebracht, weil es war schon ziemlich gut kaputt, sage ich mal. Und ich dachte mir so, wenn jetzt in einer Werkstatt der Kollege das 2-mal bearbeitet hat und das nicht hingekriegt hat, ey, dann bringe ich das lieber zu einer anderen Werkstatt, weil anscheinend zockt er mich ab so. Und ich habe immer wieder das in verschiedenen Werkstätten probiert, aber es kam immer wieder neue Probleme mit diesem Auto. Und da habe ich mal überall so rumgefragt, ey, kennt irgendeiner eine richtig gute Werkstatt? So, die soll auch ruhig teuer sein, das ist mir eigentlich egal. Ich möchte nur, dass mein Problem gelöst wird. Dann wurden mir die Jungs von Vega Performance empfohlen. Die sind ja fürs Folieren und fürs Auftunen von Fahrzeugen bekannt. Aber ich dachte mir so, ey, so grundlegende Sachen kriegen die doch auch bestimmt so mit den Fingerschnipsen hin. Vega Performance ist von Kreuzberg aus gesehen fast eine Stunde entfernt, das ist ein Großbären. Ich muss ja irgendjemanden organisieren, dass er mich, wenn ich jetzt das Auto da hinbringe und das Ding dann wahrscheinlich eine Woche, 2 dort bleibt, dass man mich dann nochmal abholt. Die einzige Person, die mich da hätte abholen können, war meine Schwester. So, die hat auch einen Führerschein und mit der Bahn und sowas, ich glaube, da führt ja gar keine Bahn hin, also man muss dort auf jeden Fall mit dem Auto kommen. Und dann habe ich einfach meine Schwester angerufen und ich habe ihr gesagt, so, ey, du hör mal, könntest du mich an dem und dem Tag um die Uhrzeit abholen? Mein Auto wird in die Werkstatt gebracht und ich bräuchte da auf jeden Fall jemanden, der mich abholt, weil der Weg ist extrem weit. Und wo meine Schwester mir das dann bestätigt hat, so, ja, okay, ich komme, dann habe ich mir eigentlich um alles Weitere gar keine Sorgen mehr gemacht. Und dann habe ich so meine Kamera rausgeholt und wollte so eine kleine Instagram-Story machen und so einen kleinen Vlog und hier, schaut mal hier mein Auto und dies, das. Während ich so am Aufnehmen bin, ich nehme so gerade das Auto auf und versuche so ein bisschen hier Videos für Instagram und Co. zu machen, werde ich auf einmal überrascht. So, meine lieben Freunde, mein Name ist Dardan. Wir sind jetzt endlich angekommen. Ich zeige euch mal, wo wir gerade hier sind. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz das Auto gecheckt. Ich habe das jetzt hier hingestellt. So, das ist hier nämlich das gute Stück. So. Der albanische Adler darf hier natürlich nicht fehlen. Ich habe das jetzt natürlich hier bei Serkan abgegeben. Dankeschön erstmal an Hakan und an das komplette Vega Performance Team. Ihr habt auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet und jetzt bin ich auf jeden Fall dabei, nochmal das ganze Ding durchzugehen, weil irgendwas klappert auf der Autobahn. Da denkt, seine Schwester kommt,
Der weiß gar nicht, dass ich es bin. Bin mal gespannt auf seine Reaktion jetzt. Also, los geht's. Guck mal, da steht er ja schon da. Mit dem Handy in der Hand. Hey! Hallihallo! Was geht? Warte, schon mal kurz die Kamera aus. Bist du überrascht, wa? Guck mal, ich so warm bist du erstmal. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Was machen Sachen? Na, ich soll dich hier abholen. Warum holst du mich? Ich dachte, meine Schwester holt mich. Ja, sie hat heute keine Zeit. Ja, deswegen hat sie mich angerufen. Habt ihr zusammen gemacht? Na, sie hat mich angerufen, meinte, ich soll vorbeikommen. Komm mal her, lass dich mal drücken, ja? Wie geht's dir? Gut soweit, und selbst? Dankeschön, gut, ja. Was machst du hier? Bist du mit der Kiste da hinten gekommen? Ja, sieht weil cool aus, oder? Ich die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, dass das dein ist. Ja, ich musste mich ein bisschen versteckt halten. Voll cool, ja. Nee, guck mal, ich bin jetzt hier wegen Zitronen. Die da, wa? Ja, irgendwie das ruckelt und klappert und ich weiß nicht, das macht mir übertrieben die Faxen. Ich hab mich jetzt schon alles so verkabelt und so, weil ich hier ein bisschen was aufnehme. Na, ich seh schon. Ja. Hakan und so. Ich schwöre dir, ich hab deren Kopf demoliert. Ey, das Auto, das war Kirsch. Hitschka-Bomber. Motoren bin ich die haben alles repariert. Und jetzt weiß ich nicht, irgendwas hat jetzt wieder geklappert. Ist eigentlich nichts Großes. Aber ja, ich dachte, ich bringe einfach nochmal vorbei, ja. Cool. Ich guck halt nur, wo es Hakan ist. Ist übertrieben kalt. Ja. Im Sommer ist immer schön hierher zu kommen. Ist immer viel los und so. Ja. Und deswegen aber krass, Alter, ja. Voll krass. Cool, voll cool, dass du gekommen bist, ja. Ich glaube, bei dir hängt da irgendwas. Deswegen. Was hängt denn da? Du fährst doch bestimmt, wa? Also du brauchst auch keine Angst haben vom Autofahren. Ich bin eine gute Fahrerin. Ja, ich fahr alles gut, tamam, ja. Na dann, hier, Faust, Bounce. Ich will ja jetzt nicht irgendwie sagen, so, ah, warum ist die gekommen und warum ist mir meine Schwester in den Rücken gefallen. Ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass wenn man etwas ausstrahlt, wenn auch die Familie, sage ich mal, jemanden zusammensehen möchte, weil es irgendwie optisch passt, weil es familienmäßig passt, dann ist es ja so, dann sollte man ja auch dem Glück nicht irgendwie einen Arschtritt geben, sage ich mal. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass meine Schwester das gut mit mir gemeint hat. Ich habe mich ja irgendwie auch gefreut, Asima zu sehen. Ey, man muss sich vorstellen, so, die hat sich den ganzen Weg mit dem Opel bis nach Großbären gemacht, um mich abzuholen. So. Und da habe ich auch gesehen, so, von ihrer Seite aus ist ja auch ein Entgegenkommen. Sie möchte ja auch den Kontakt. Ich habe mich ja auch gefreut. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht gefreut habe. Dann haben wir so ein bisschen Smalltalk gehalten, da bei Vega Performance. Und wir haben dann so ein bisschen versucht, die Zeit und den Rückweg für einen Smalltalk zu nutzen. Aus einem Smalltalk wurde dann ein Deep Talk. So. Ich sag ehrlich so, ich hätte nicht gedacht, dass sie mich immer noch so krass auf dem Schirm hat. Aber Frauen sollen ja schlimmer als Detektiv Conan sein. Ne? Also die sind ja wirklich die schlimmsten Spione. Und sie wusste tatsächlich über meine besten Projekte und über meine neuesten Sachen schon gut Bescheid. Wenn du dich nicht auskennst, ich bin ja halt nicht so ein Profi wie du. Nein, ich, guck mal, ganz kurz, ich bin auch kein Profi. Ich mach das ja, guck mal, ich mache ja nur meine Sachen, die wo Dardan Film steht. Ja. Okay, weißt du ja. Und zum Beispiel jetzt die anderen Sachen hat jetzt alles hier Daniel gemacht. Deswegen, also, ich bin jetzt da auch nicht der krasse Profi. Ich kenne mich zwar sehr gut damit aus, aber ich sag mal so, Schminkvideos und so sind eigentlich in der Regel jetzt nicht so schwer. Kann man sich jetzt, ich kann dir auch helfen, so wenn du willst. Okay. Also, Hilfe brauche ich auf jeden Fall ein bisschen dort. Ganz vorne rechts, oder? Dann? Rechts, ja. Ja, Mann. Ja, also wie gesagt, das Aufnehmen ist halt wirklich kein Problem. Nur dieses Bearbeiten und so, weißt du, wenn du dich wirklich nicht damit, weil du machst es halt auch wirklich lange, ne? Ich mach das schon sehr lange. Ich habe damals angefangen mit diesem ekelhaften Windows Movie Maker bei Windows XP. Alter, also, da gab's, stopp. Nee, da gab es ja gefühlt null Effekte, aber es war zu der Zeit cool, so, weil du konntest ja, zu der Zeit gab es auch kein Full HD und HD und 4K und darüber, das war ja noch gar nicht so diese, weißt du was ich meine? Ja, na, ich weiß das selber, wir hatten auch damals so eine Schrott-PCs, da musst du wirklich, manchmal wartest du eine Stunde, bis, der hängt dich ja halt so auf, ne? Und dann wartest du eine Stunde, bis sich dieses Aufhängen wieder gelegt hat, damit du wieder arbeiten kannst, weil ich habe da selber daran gearbeitet mal, so Bilder so zusammengeschnitten. Ja. Aber vor allen Dingen, weißt du, das Problem auch war, dann auf einmal verschwindet irgend so ein Bild und auf einmal hast du so einen Cut da irgendwie so, ne? Weißt du, ich meine so eine Lücke auf einmal. Hier vor, da vorne links dann. Links oder rechts? Links, da. Achso, hier lang jetzt. Ja. Und bei dir so Instagram, Musik? Ja, läuft, ne? Ja, ich hab schon gesehen, deine Witches-Videos da, ne? Du kannst eigentlich fahren.
Achso, ja, siehst du, du hast mich schon wieder abgelenkt, Digga. Was heißt denn Bitches? Ich meine, das gehört da so ein bisschen zum Video, Mann. Naja. Aber cool gemacht, so würde ich sagen. Hm? Was? Ist doch cool gemacht. Ja, danke schön. Noch ja, mehr geplant? Videos, ja. Genau. Was denn jetzt? Ich meine, Videos, ja, ist ja. Videos. Aber auch in so einem Dreh jetzt? Was? In einem Dreh so mit. Ja, mal gucken. Was willst du von mir für eine Antwort haben? Ja, mal gucken, ne? Ja, ist ja auf jeden Fall ganz cool so, ne? Ich fand das so süß, ne? Ich fand das so süß, wo die da gesagt hat, ich hab schon dein Video mit hier mit deinen Bitches und so gesehen und so. Das fand ich schon richtig süß. Also man hat schon gemerkt, so diese Eifersucht ist noch da, aber es war nicht diese Eifersucht wie früher, dieses giftige, dieses toxische, dieses ekelhafte, so hey, hier, du hast Eulen in deinen Videos, hier so, nee, das war schon eine angenehme, schöne Eifersucht, die man einer Frau ansieht und was auch eine Frau sehr sympathisch macht. Und wir haben dann tatsächlich über Projekte gequatscht. Sie war ja dann auch schon, sage ich mal, nachdem wir uns getrennt haben, so auf dem Weg dahin auch Instagram und TikTok und sowas zu machen. Und ich fand das richtig gut, dass wir uns langsam also wir waren ja eine Zeit lang zusammen, dann haben wir uns ja getrennt und irgendwie hat uns ja dieses Social-Media-Ding dann wieder zusammengebracht, weil sie hat ja anscheinend dann auch gesehen, dass es da Chancen gibt, erfolgreich zu sein in allen, also in allen Bereichen, jetzt nicht nur mit Geld, sondern dass man auch von der Persönlichkeit auf einmal offener wird. Man kann da sehr, sehr viel durch Social Media gewinnen, aber auch verlieren. Da muss man eben mal so abwägen, was einem wichtig ist, was einem nicht wichtig ist. Ich zum Beispiel, ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn man von seinen Fans, von seinen Followern Props bekommt, Kritik bekommt, auch wenn das manchmal sehr hart ist. Es gibt ja wirklich konstruktive Kritik. Und manchmal fühlt sich das irgendwie scheiße an, wenn dann zum Beispiel in den Kommentaren steht, ey, das hast du nicht gut gemacht, hier hast du dich blamiert oder, ne, aus dem und dem Grund. Aber man sollte dankbar sein, dass man Fans hat, die einem das so ehrlich sagen. Weil durch diese Kritik werden ja alle weiteren Prozesse in diesem Social-Media-Ding ja auch aufgebessert. So kann man sich nur weiterentwickeln, wenn man wirklich mit dem Kopf durch die Wand sagt, hey, ich habe hier Kritik bekommen und es gefällt mir alles nicht. Ja, dann ist das nichts für dich. Dann ist es halt einfach nicht ein Bereich, den du machen solltest. So. Und Asima hat anscheinend gelernt, mit diesen Werkzeugen umzugehen. So besser als ich. Also als sie mit TikTok da irgendwie angefangen hat rumzuhantieren, da war ich ja noch irgendwie voll der Instagrammer und dann war ich ja noch in den Projekten und hier und da. Aber man muss halt einfach mal eingestehen, dass TikTok einfach so das neue Instagram ist. Man muss einfach mal eingestehen, dass wenn man diese Werkzeuge gut bedienen kann, dann braucht man, um ehrlich zu sein, auch keine Werbung mehr bei Instagram schalten, was ja auch irgendwie auch Geld kostet. Man muss eben einfach nur den Algorithmus verstehen auf diesen Plattformen wie TikTok und Co. Aber TikTok macht das irgendwie am besten so. Ich konnte von Asima viel lernen. Es ist nicht so, dass ich Asima TikTok beigebracht habe, sondern sie hat es mir beigebracht. Und wir haben den Kontakt aufrechterhalten, wir haben den ganzen Nachhauseweg genutzt für uns und das ist meiner Meinung nach Schicksal gewesen, dass das alles so gekommen ist, sollte so kommen. Die Beziehung sollte entstehen, die Trennung sollte kommen und man sollte sich so langsam wieder zusammenfinden. Ich glaube, das ist der richtige Weg gewesen. Vielleicht haben das auch beide gebraucht, sie als auch ich, um zu sehen, ob wir füreinander sind oder ob wir nicht füreinander sind. Nö. Sieht man gar nicht. Nee. Komm, meine Haare sind nicht geschnitten. Aber sehen gut, ja, aber sieht trotzdem gut aus. Ich sehe aus wie so ein Neandertaler. Du siehst aber gut aus, ja? Ja, danke. Ich habe auch nicht so viel geschlafen. Ich bin früh schlafen gegangen, also beziehungsweise ich habe erstmal ein Nickerchen gemacht. Bleibt bei dir. Naja, muss auch mal sein. Wie geht's den Kindern? Gut. Ja, der Kleine hat vorhin auch angerufen. Mama, wann kommst du? Nach Hause, Papa. Geradeaus, Habibi, geradeaus. Geradeaus, Ja, also wie gesagt, es gab diesen einen Song, der ist mir richtig auf den Sack gegangen, weil ich bin da hängen unvorbereitet. Ich wollte diesen Song vom Gefühl aus, dachte ich werde das einfach mal ganz chillig über die Bühne bringen. Nix da, Alter, was wir über die Bühne bringen. Ich bin da hingegangen, dann sind mir im Studio beim Aufnehmen sind mir richtig viele Versionen eingefallen. Ich dachte, man kann es so machen, man kann es so machen, man kann es so machen. Dann haben wir da zig Versionen aufgenommen und irgendwie, es war nichts Halbes, nichts Ganzes, war irgendwie alles Kacke.
Ja, und dann sind wir nochmal ins Studio gegangen und jetzt sind wir nochmal ins Studio gegangen. Also insgesamt war ich dreimal im Studio wegen dieser Scheiße. Okay. Und immer noch nichts. Ja, ich glaub, das ist einfach so ein Track, der liegt mir einfach. Jetzt kommen wieder zu dem Thema Ego. Ja. Ich schwöre, ich werde den jetzt einfach veröffentlichen. Sollen die Leute mich ans Kreuz nageln, ist mir egal, ich werde das machen. Ja, nicht jeder Track ist geil. Also es ist immer geil, so, weißt du, was ich meine? Mann, der ist ja. Guck mal, ich glaube, die Idee ist gut. So, aber der Track hat, also der überzeugt mich, wenn ich den musikalisch und vom Feeling her im Kopf hab. Mhm. Überzeugt er mich. Das ist so ein richtig geiler Song am Strand so. Ja. Aber die Umsetzung ist irgendwie gerade so. Ich weiß es einfach nicht, man. Keine Ahnung. Ich warte jetzt ab, was jetzt beim Mix Mastering rauskommt. Aha. Weil jetzt haben wir den tatsächlich ganz anders gemacht. Und ja, weil auch viele Leute sagen, hier Autotune und so, ne? Jeder kann ja Autotune. Nee, Leute, nee. Alter. Nicht jeder kann mit Autotune umgehen und nicht jeder kann gut auf Autotune performen. Das ist auch so eine Sache. Ja, muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Das stimmt. Ey. Hast du immer damals, du kennst doch Casavice, ne? Damals, wo die angefangen hat mit Autotune, ihre ganzen Singen, sie konnte ja gar nicht singen, gar nichts. Ne? Jetzt hat sie doch so eine Coaches, ne? So eine Coach-Leute da, die sie coachen mit ihrer Stimme lernen, die da singen und alles. Ne? Naja, guck mal, sie. Obwohl sie immer noch nicht singen kann, aber hört sich auf jeden Fall nach etwas an. Ne? Und ihre neue, also ihre Single da mit Flair, die sie da hatte. Guck mal, hat auf jeden Fall reingehauen. Du musst dir vorstellen, man hat eigentlich, da wo sie jetzt ist, man hat eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, wenn man jetzt, sage ich mal, Fan war. Mm. Also eigentlich, wenn ich das mal ganz ehrlich bin, ob du jetzt YouTuber bist oder ob du Rapper bist, es nimmt sich mittlerweile gar nichts mehr, weil irgendwie jeder Rapper bei irgendwelchen YouTube-Formaten ist. Ja, ja. Also eigentlich kannst du gar nicht mal sagen, er ist jetzt Rapper, er ist jetzt YouTuber. YouTuber, wenn jetzt einer zu mir sagt, er ist YouTuber, dann ist es für mich so ein Blogger, ja, der ja. einfach die ganze Zeit über irgendwelche Leute redet oder über irgendwelche Games und so. Das ist zum Beispiel gar nicht mein Ding. Mhm. Ich würde eher heute einen Rapper als Entertainer bezeichnen, weil ein Entertainer ist für mich jemand, der in einer Serie mitmacht. Ich mache in Serien mit, mhm. ich mache Musik. Ich bin auch in Blogs zu sehen, ich bin in vielen Formaten zu sehen. Das ist für mich Entertaining, aber an erster Stelle zum Beispiel sollte es Entertaining Schrägstrich Rapper sollte da, sag ich mal, für mich im Vordergrund stehen, bevor ich jetzt über irgendwelche komischen Formate und über irgendwelche komischen, über irgendwelche Sachen spreche, über Blogs und Bushido oder der und der hat das und das zu denen gesagt. Der und der hat das und das gemacht. So. Ja, ja. Ach Gott. Was ist denn seine Mission hier? Dann läuft er auch noch gegen das Auto, ne? Wieso gibt es so eine Menschen, ja? Immer so diese Altdeutschen, so, ne? Die immer ja, ja. so, ich muss jetzt was dazu sagen. Dicker, lauf über die Straße, Alter. Geh mir nicht auf den Sekko, Alter. Nein, lauf mal. Das ist immer so, ne? Oder zum Beispiel, wie letztens mein Vater meinte. Er meinte so, er ist halt zur Arbeit gegangen, so. Er macht doch diesen Sicherheitsdings. Ja. Und da ist halt so ein Typ in den Laden gekommen und dann meinte halt mein Vater so, Moin Moin zu ihm, als Begrüßung. Ja, ja. Und er so, Moin war vor 12. Das heißt Guten Morgen. Und da hat er ihn angeguckt und dachte, das war jetzt lustig oder so. Digga, du bist gar nicht lustig, aber das sind so diese altdeutschen Typen, so, ne? Die, ja. Das ist jetzt so ein Witz, der gar kein Witz ist. Mhm. Wäre das ein Borat, was ich ein Nichtwitz. Also weißt du, wenn der jetzt fragt, ist was anderes, aber Dicker ist ein Deutscher, der denkt, oh Mann, komm, fuck off. Ja, sind so. Ach, mit so Leuten hat man so oft zu tun. Fitness, ey, wie läuft Fitness bei dir? Ja. Geht, wa? Wenn diese ganzen Fitnessstudios zu tun haben, wie willst du Fitness machen? So, weißt du, was ich meine? Du zu Hause ab und zu? Ja, aber es ist halt schwer so, ne? So, sich so anzutreiben. Kannst ja selber bestimmt. Vermisst du mich wenigstens ein bisschen? Ja. Oh Mann, ey. Bringt mich hier in Verlegenheit. Ich weiß nicht, ob du rot bist vom Himmel oder ob du rot bist wegen mir, Habibi. Ja. Beides ein bisschen, wa? Finde ich auf jeden Fall cool. Also, ja, guck mal, du bist ja anscheinend für jede Überraschung zu haben. Ja. Als ich früher noch ein bisschen jünger war, da habe ich ja mal gerne so ein paar Sachen gemacht für dich. Und jetzt hat sich der Spieß umgedreht. Ja, jetzt muss ich dir alle Sachen in den Arsch schieben, wa? Dich hier umkutschieren und so. Der Gerät. Nee, der Gerät wird nie müde. Guck mal,
Ich finde so auch, wenn man, guck mal, wenn man auch so Probleme hat und so. Wir sind ja erwachsene Menschen, so, wir können ja, sage ich mal, uns in die Augen gucken, auch wenn man so ein bisschen Stress hat und so. Nein, kann ich nicht. Kann ja, glaube ich, mit so einem Thema auch besser umgehen. Also ich finde, wir beide gehen schon ganz gut so mit dem Thema um. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, Leute, die würden sich davon auf die Fresse hauen, aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Zeit. Ja, ja. Nicht so, ne? Mann, guck mal, wir werden ja auch älter und so, man entwickelt sich und so, man sieht hier und da so Leute, man sieht, es gibt schlimmere Situationen und so. Mhm. Und ich glaube auch jetzt, guck mal, in was für eine Zeit wir gekommen sind. Ich habe gar keinen Bock, über dieses Corona-Thema zu reden. Aber ich will dir einfach nur sagen, wer hätte zum Beispiel vor 3-4 Jahren daran gedacht, dass wir eines Tages in eine Zeit kommen, wo es einfach ohne Maske und so nicht mehr möglich ist, Essen zu kaufen, überleg mal. Oder wie war das letztens hier mit Wasser zum Beispiel? Du darfst nur 5 Sixer Wasser. Ja. Was ist das? Irgendwann stellen die mir das ganze Wasser ab. Da kann ich gar nicht mehr so duschen gehen. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Sag mal, ey, am besten. Es wird begrenzt an Klopapier, es wird begrenzt an Wasser. Überleg mal, sogar Wasser. Nudeln. Aber Wasser, Dicker! Wasser kommt allen aus dem Wasserhahn, ey. Ja, vor allen Dingen Wasser gibt's so. Also, letztens war ich ja auch da einkaufen, ne? Und Wasser gab's genug dort. Ich habe, ich glaube, 9 Stück habe ich mitgenommen. So 9 Kisten so von Wasser. So einen kleinen. Und dann komme ich an die Kasse und da sagt sie einfach: wie viel habt ihr da in 9 Stück? Sie so: ja, dürfen nur 5 mitnehmen. Ich so: warum? Kisten Wasser. Dann sagt sie, ich so, warum? Ich war vor 2 Wochen auch hier einkaufen, da habe ich auch 19 Kisten Wasser mitgebracht, also mitgenommen so. Was piept er denn jetzt? Nee, die piepen irgendwas ganz anderes, nicht wegen dir. So. Ja, und dann musste ich tatsächlich so eine 4 Kisten Wasser wieder zurücklegen, weil die mir die einfach nicht geben wollte. Wenn mein Chef kommt, ja und? Ja, was ist denn? Und also, ja. Geradeaus oder was? Ja, geradeaus. Ja, stell dir mal vor, ich komme jetzt einfach mit. Du gehst jetzt vor mir, du gehst vor mir, ich komme nach dir. Dann haben wir 5 Stück. Und wir leben dann beispielsweise im gleichen Haushalt. Und dann, was ist jetzt? Ja. Pass mal auf, du kommst hier fast an dieser Kante. Ja, nee, ist voll hoch hier. Über die ekligen Straßen. Na, du siehst es, ich sehe das immer. So geht es mir aber auch mal mit dir, wenn ich mit dir fahre. Ja. Ja, Mann. So ist das Leben jetzt, ja. Nur zu Hause. Die Kinder sind auch zu Hause, alle sind zu Hause, Junge. Aber guck doch mal hier zum Beispiel an der Bushaltestelle, ja. Die wissen, der Bus kommt jetzt in einer Minute, die machen schon ihre Masken dran und so. Wie krass das ist, ja. Du kannst einfach, ich hoffe nur, dass dieser Spuk, ja, eines Tages ein Ende hat und dann gucken wir einfach mal so in 5 Jahren zurück. Und dann kam ja auch dieses ganze Corona-Ding ja noch mit drauf. Dass man dann auf einmal auch gar nicht mehr so wirklich rausgehen konnte. Man konnte sich ja gar nicht mehr so richtig auch besuchen. Gab es ja hier mit Regeln von, es darf nur einer aus einem fremden Haushalt kommen und der darf aber keine zweite Person mitnehmen. Also ich war in der Corona-Zeit mit diesen ganzen Richtlinien extrem überfordert. Und was mich einfach so gestört hat, ist, ich bin ja so ein mega Shisha-Liebhaber. So. Ich mag es einfach in einer Bar zu sitzen. Und mich dort einfach so ein bisschen so auch zu relaxen und über Probleme mit meiner Dame, mit meinem Gast, mit meinem Freund, mit wem auch immer zu besprechen. Und das konnten wir alles in der Corona-Zeit nicht machen. So, die haben ja dann eine Zeit lang alles zugemacht, dann konnte man ja froh sein, wenn man überhaupt einkaufen gehen durfte. Da wurde man ja schon auch teilweise von der Polizei angefragt, wo wollen sie hin? Ja? Und es war eine Zeit, ich persönlich hatte nie gedacht, dass wir in eine Zeit überhaupt mal kommen, wo dieses Corona-Ding, wo die Freiheit einem so genommen wird, aber das war so. Und ich denke mal, dieses Corona-Ding ist auf jeden Fall auch in die Geschichte eingegangen. Also man wird wahrscheinlich in 500 Jahren immer noch darüber sprechen, wie man heute auch über die Pest spricht. Ich hatte mir zu einem Zeitpunkt fest vorgenommen, dass ich jetzt jede Situation, die eine positive Nachwirkung mit sich zieht, bezüglich Asima, ich und die Kinder, dass ich da nicht gegentreten werde. Also ich werde auf jeden Fall, wenn sie mit einem Schritt auf mich zukommt, gehe ich mit 3 auf sie zu. Und ich glaube einfach, dass das die Lösung ist. So habe ich in dem Moment gedacht, das ist die Lösung. Weil die ganze Zeit sich abzukapseln, zu sagen, hier, nee, du hast mir wehgetan und ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich bin jetzt sehr nachtragend, weil ich bin leider ein sehr nachtragender Mensch. Aber in diesem Punkt geht es nicht nur um mich und Asima,
sondern es gibt auch Kinder. Und da habe ich jetzt gesagt, ich muss mich verändern, um die Situation einfach besser zu machen. Ich muss mich ändern, damit ein Fortschritt in meinem Leben kommt, dass es irgendwie alles besser wird, weil wir wollen ja irgendwie alle besser werden in dem, was wir machen. Wir wollen ja nicht alle schlechter werden. Und meine Haltung war vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht auch ganz gut für mich, dass ich mich mal abkapseln konnte, dass ich sagen konnte, hey, stopp, ihr geht mir alle auf den Sack, lasst mich einfach in Ruhe, ich will jetzt einfach für mich gerade sein, es ist einfach alles zu viel gewesen. Aber das ist eine Phase, wo man auch rauskommen muss, weil wenn man sich abkapselt von allen Sachen so, das merken ja auch die Leute im Umfeld, auch Fans merken das, jeder merkt das ja, dass es auf einmal irgendwie nicht mehr richtig läuft. Und deswegen bin ich auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass der Weg der richtige ist. Deine Pfeife? Ja. Ist schon richtig. Ups. Oh, Mädel, ist doch kein Ferrari, Habibi, tschüss. Und ich dachte, ist willst, einer. Willst du den Asphalt fressen? Oder? So, eins, zwei, ja. Drei. Grün. Gut geschätzt. Zack, hast du gesehen? Ja. Dardan Albano ist Zeitmaschine. Ja, es ist was ganz anderes, wenn du jeden Tag zum Sport gehen kannst, als zu Hause zu trainieren oder gar nicht zu trainieren, weil du musst dich ja erstmal so motivieren, zu Hause Sport zu machen, so weißt du, dann wirst du ja auch selber so voll aggro irgendwie, ne? Ich finde, am Anfang geht das so, wenn du zum Beispiel weißt, Lockdown geht jetzt einen Monat, ja, dann trainierst du halt nicht mehr so 6 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche, dann machst du halt einfach 3-mal zu Hause. Und draußen so ein bisschen Workout, dass du ein bisschen draußen rennst, zu Hause Krafttraining machst. Ja, ja. Oder beides draußen machst, je nachdem wie das Wetter auch ist. Ich meine, jetzt ist es arschkalt. Und wenn jetzt noch Schnee ist oder so, da ist nichts mehr drin. Mhm. Dann brichst du dir eher alle Geräten, als dass du jetzt irgendwie trainieren tust. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen kann man zu Hause zwar trainieren, wenn es für einen kurzen Zeitraum ist. Aber ich meine ganz ehrlich, so, das ist ja auch jetzt kein... Was ist denn das für ein Lockdown, jetzt mal ehrlich? Was ist denn das für ein Lockdown, ja, wenn du... trotzdem einkaufen gehen darfst, aber nicht richtig einkaufen gehen darfst. Auch so voll der, also, voll der Kack. Guck mal, also, die Sache ist, Lockdown, egal ob du jetzt Bücher guckst, also du kannst ja Bücher dir nachlesen, du kannst dir Bücher angucken, also auf Amazon zum Bestellen oder auch Filme, es gibt ja genug Filme. Was ist eigentlich ein echter Lockdown? Mhm. Ein echter Lockdown ist, wenn wirklich dann das Militär hier mit Panzer und mit... dann gibt es halt auch so Rettungssanitäter und extra so Kombis, wo dann Arzneimittel verteilt werden und Medikamente, naja, und Essen wird verteilt und dann kommen die ganzen Soldaten mit Gasmasken in deine Wohnung und verteilen das Essen. Das ist Lockdown, ja. Mhm. Das, was hier ist, ist Hühnerpisse, ja. Fahr hier an Dings, Jobcenter vorbei. Jobcenter! Und dann gucken die halt auch noch, guck mal, fährst du eine dicke Karre, aber gehst zum Jobby so, weißt du? Dann ist es ganz, ich kann nicht Scherz, arbeiten. Ich kann nicht arbeiten, Dicker. Ich bin geistesbehindert. Ich kann nur 2 Stunden arbeiten, weil nach 2 Stunden kriege ich meine Psychosen. Und kriege ich meine Hallus, dann muss ich wieder zu Gras greifen. Ja. Ich habe in der Zeit auch sehr viel angefangen zu lesen. Ich habe Motivationsbücher gelesen. Ich habe so viele Dinge gelesen. Und in allen Büchern, die ich gelesen habe, stand fast immer dasselbe drin, dass man immer besser werden muss, dass man an sich arbeiten muss, dass man sich weiterbilden muss, dass man auch vom Mindset her sich immer weiterentwickeln muss. Und die Menschen, die das verstehen, die Leute, die man anzieht mit seiner Aura, die gehören zu dir. Und Leute, die das nicht verstehen, die gehören halt einfach nicht zu dir. Ist halt einfach so. Und die müssen auch nicht mit mir. Also ich zwinge ja auch keinen, mit mir befreundet zu sein. So. Und es gab eine Zeit, ich konnte mich da wirklich von Menschen nicht trennen. Und ich habe so an Freundschaften geglaubt. Und ich wollte immer dieses Gang-Ding haben. So, ey, und voll krass, wenn wir so eine Brüderschaft haben. Und wenn wir alles zusammen machen. Das war für mich so krass wichtig. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, ey, ganz ehrlich, wir leben in einer so schnelllebigen Welt. Heute ist es mein Freund, morgen ist es mein Feind. Heute ist das jemand, den ich richtig krass liebe, übermorgen betrügt er mich und macht irgendwelche Moves, die einfach unterste Schublade sind, und deswegen habe ich mich einfach mittlerweile so mir diese Eigenschaft angeeignet, dass ich sage, ey komm, du nervst mich, du tust mir irgendwie nicht gut, ich lerne von dir nichts, also, du bringst mir nichts außer Kosten, Kopfschmerzen, du nervst mich einfach nur, wenn ich schon morgens aufstehe und überhaupt deine Nachricht auch bei WhatsApp lese, komm weg. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut zu wissen, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Weil manche Menschen wissen auch gar nicht, was einem gut tut. So, viele Leute checken ja gar nicht, dass sie gerade in Kreise sind, die einen total runterziehen. Und es ist schon gut zu filtern. Ja? Spreu vom Weizen.